Liebe Besucher, herzlich willkommen zum Auftakt der Spreezone. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns eingecheckt haben. Gemeinsam werden wir den kommenden Park errichten. Eine Zone voller Attraktionen, Shows und Fahrgeschäfte. Was für ein Hotel würdet ihr hier bauen? Eine Zone, die Sie als Schausteller neu aufbauen können und die immer schon dort ist, wo Sie sich gerade aufhalten. Als Schausteller sind Sie beim Aufbau von Attraktionen in der Stadt auf die Zusammenarbeit mit Rangern angewiesen. Die Spreezone-Ranger sind Spezialisten für Fahrkünste, Raumlogik, Anziehungskraft, Kraftmessen, Schautechniken, Gemeinsinn oder Visionsbau und können Ihnen helfen, die Attraktionen des kommenden Parks in der Stadt zu errichten. Kommen Sie zum Check-in und holen Sie sich das Attraktionspaket Ihrer Wahl. Wir reisen Passanten ein. Was, wenn wir überall auf der Welt Freunde hätten? Was, wenn unser Gemeinschaftshaus sich als berühmtes Fahrgeschäft über den Erdball bewegt? Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg bei der Ausweitung der Spreezone. Sind Sie bereit? Ich hab schon bereits sehr viel Stehen. Ja, herzlich willkommen in der Schatzinsel in Hallensee. Wir fahren jetzt zu Level 1. Hier geht es darum, Attraktionen aufzubauen. Wir fahren jetzt vorne mit der Panoramabahn dahin. Und dann wird sich alles von selbst erklären. Ich liebte viele noch und noch in Wien und Kotterschien. Das Schönste aber sind ja doch die Mädels von Berlin in Hallensee. Wir bauen die Spreezone, den Berlins größten Vergnügungspark, auf in den nächsten 3 Wochen. Und heute ist die Hallenseer Schatzinsel. Und wir haben hier verschiedene Attraktionen aufgebaut und die kann man jetzt machen. Los! Also du kegelst jetzt diese Leute raus, die du nicht in deinem Lebensweg haben willst. Vom Luna-Park, da hat mich gestern bei Nacht bis morgen um 8 ein Publikum gewacht. Damen und Herren, liebe Kinder, kommt hinein in Leanders Lustschloss der Tiere und erlebt Attraktionen unterschiedlichster Couleur mit exotischen Tieren, mit Gefahr, mit Geschwindigkeit. Ja, Mensch, Schlangenrennen. Die Leute stehen nebeneinander Schlange und die Schlange darf sich vordrängeln. Und welche der Schlangen sich am schnellsten vorgedrängelt hat, hat gewonnen. Wir haben den Avatar-Kampf, den Kampf der Giganten. Du kannst deinen eigenen Avatar steuern. Schlag ihn nach in den Bauch! Nein! Nein! In Hallensee, nicht weit vom Luna-Park, wenn ich nur wüsste, wer dieses Tag, sehr verehrte Damen und Herren, willkommen in der Manege der körperlichen Attraktion. Ich darf Sie alle hineinbitten. Wir haben Pyramiden gebaut und mussten Purzelbäume machen. Und das Purzelbäume machen war sehr schwer. Das hat man ja seit dem 8. Lebensjahr nicht mehr trainiert. Das ist eine Zeitschleuse. Und die Fahrt setzt sich in Bewegung. Hallo, liebe Fahrgäste. Oh, da ist er! Liebe Gegenwart, wo ist die Bremse? Ah, da.
gute Idee. Hey Dino, wir haben dich der Straße erglüht. Dort auf dem Pflaster, da zieht das Laster die blonden Mädel von Berlin. Ja, das ist Berlin, auf der Tauentzien. Benilda, stehst du ein für die Spreezone? Dann antworte mit Ja. Ich bin geweiht worden. Ich bin verbunden mit der Spreezone bis in alle Ewigkeit. Wie das so wirklich funktioniert mit der Spreezone, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das muss sich jeder selber erobern. Ihr müsst unbedingt die Spreezone unterstützen. Bist du noch zu Hause? Oder bist du schon in der Spreezone?